Einen wunderschönen guten Abend. Es ist Donnerstag, der 30. April, ein Tag der Entscheidungen. Viele haben heute in Richtung Berlin geblickt. Bundeskanzlerin Merkel bespricht sich mit den Ministerpräsidenten. Ein Überblick über die Sendung gibt jetzt Max Peter. Ja, auch von mir herzlich willkommen zur Sendung. Und wie Olli das schon gesagt hat, wir gucken nach Berlin. Die Bundeskanzlerin hat Maßnahmenlockerungen angekündigt, ob sie auch durchgesetzt werden. Wir bringen sie auf den neuesten Stand. Außerdem stellen wir die Frage, was macht Corona eigentlich mit unseren Kindern? Ohne Schule, ohne Schulfreunde. Das und mehr jetzt bei Ron. Also schon mal kurz drauf geschaut. Spielplätze sollen wieder öffnen können, Zoos, Museen etc. Also all das soll demnächst wieder möglich sein. Etwas mehr Normalität. Aber prompt kam da auch gleich ein Warnschuss, nämlich von der Berliner Charité, dass nämlich nach den jüngsten Erkenntnissen Kinder genauso infektiös, also ansteckend sind, wie auch Erwachsene. Das heißt also, da wird auch weiterhin ein Auge genau auf das Infektionsgeschehen gerichtet sein. Was sonst der Tag gebracht hat in Sachen Corona und den Maßnahmen, das fasst jetzt Sarina Aschmann zusammen. Diese Herzkette am Mannheimer Rathaus soll der Politik die Botschaft vermitteln. Hört uns zu, denkt an die Familien. Also uns geht es vor allem darum, dass Konzepte erstellt werden für die Kitas, wie es vielleicht unter bestimmten Bedingungen doch möglich ist, manche Kindergartenkinder wieder abwechselnd zu betreuen. Es geht uns darum, dass vielleicht die Parks wieder geöffnet werden. Und auch die Spielplätze. Auch noch wichtig wäre, ist, dass das Kontaktverbot ein bisschen gelockert wird zeitnah, dass wir uns einfach als Eltern gegenseitig wieder unterstützen können, ne, bei der Kinderbetreuung. Kanzlerin Angela Merkel hat sich heute erneut mit den 16 Ministerpräsidenten per Videokonferenz beraten, wie es in der Corona-Krise weitergehen soll. Folgendes wurde beschlossen: Eine Lockerungsregel für Gottesdienste. Spielplätze sollen wieder öffnen können und auch Museen und Zoos sollen wieder öffnen können. Fakt ist, die Kontaktbeschränkung soll noch bis mindestens 10. Mai andauern. Lockerungen scheinen erstmal nicht in Sicht. Die Bundesländer in der Ron-Region Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gehen ja verschieden mit den Lockerungen der Maßnahmen um. In Rheinland-Pfalz sollen ab Montag wieder alle Geschäfte unabhängig von Sortiment und Größe öffnen. Kirchen sollen ab dem 4. Mai wieder für Gottesdienste geöffnet werden. Kitas sollen bis Ende Mai geschlossen bleiben. In Baden-Württemberg sollen Geschäfte weiterhin nur mit einer Verkaufsfläche bis 800 Quadratmeter geöffnet werden. Kirchen sollen ab 10. Mai wieder für Gottesdienste geöffnet werden. Kitas sollen bis 15. Juni geschlossen bleiben. Wir haben uns in Speyer umgehört, was die Bürger von den Maßnahmen der beiden Bundesländer in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg halten. Ja, das ist ja eigentlich in Ordnung. Solange man die Masken hat, finde ich das in Ordnung. Und meistens sind die Möbelgeschäfte auch so, die Gänge sehr breit. Ne? Verstehen Sie, wenn ich dagegen hin einen Lebensmittelladen sehe, wo so eng ist, da ist das auch in so einem Möbelhaus viel besser. Das finde ich okay, das ist in Ordnung soweit, ja. Mit Mundschutz und so weiter, das ist okay, ja. Auf jeden Fall. Und der Abstand halten, ja, ist halt wichtig. Abstand halten und Mundschutz und einfach, ja, die Leute wieder laufen lassen einfach. Und ich finde, jeder ist so vernünftig, dass er einfach selber Acht gibt auf alles. Erst nächste Woche Donnerstag soll über die Wiedereröffnung der Kindergärten gesprochen werden. Das bedeutet für die Eltern wieder eine Woche Ungewissheit. Wie gesagt, heute hat sich ja die Bundeskanzlerin mit dem Ministerpräsidenten beraten. Was hat sie genau gesagt? Vor wenigen Minuten ist sie vor die Presse getreten. Ich bin sehr froh, dass wir diese Beratung jetzt sehr regelmäßig, etwa immer alle 14 Tage, durchführen. Sie helfen uns, gemeinsam vorzugehen. Sie helfen uns, Beschlüsse im Sinne einer gemeinsamen Strategie zu fassen. Aber natürlich sind wir ein föderales Land, das heißt, es gibt regionale Abweichungen. Und das wird auch angesichts regionaler Unterschiede in einem Land wie Deutschland immer so sein. Aber ich glaube, es ist im Interesse der Menschen, der Bürgerinnen und Bürger, dass es für ganz Deutschland eine Strategie gibt und eine Zielsetzung bei dieser Pandemie. Und ich möchte deshalb dieses Ziel noch einmal wiederholen, dass weder ein Medikament noch einen Impfstoff gegen dieses Virus gibt. Geht es immer darum, die Ausbreitung zu verlangsamen, und zwar so weit zu verlangsamen, dass unser Gesundheitssystem, unsere Krankenhäuser die Zahl der schwer erkrankten Corona-Erkrankten bewältigen kann und jedem Patienten die bestmögliche medizinische Versorgung geben kann.
Angela Merkel hat es angesprochen, Föderalismus ist der eine Punkt, regionale Unterschiede der andere. Und genau das ist für uns natürlich auch die Frage, was bedeutet das zum einen in Baden-Württemberg und auf der anderen Seite auch in Rheinland-Pfalz für die Menschen in der Metropolregion Rhein-Neckar. Wir gehen live zum Pressestatement von der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Rechtsverordnung, damit das am Sonntag dann auch in diesem Rahmen wieder möglich sein wird. Am Sonntag, und das ist, glaube ich, schon die Überraschung, wird dann auch landesweit bzw. bundesweit, je nachdem, wann die Verordnungen in den Ländern in Kraft treten, die Spielplätze wieder geöffnet sein. Natürlich auch unter Auflagen, die jetzt erstmal so beschrieben sind, wie ich es am Anfang gemacht habe, Kontakteinschränkungen. Wir sind jetzt ganz kurzfristig mit den Kommunen so verblieben, dass völlig klar ist, in unserer Rechtsverordnung wird es so sein, wir nehmen die landesweite Sperrung heraus. Vom Grundsatz her sind die Spielplätze dann geöffnet. Aber die Kommunen haben selbstverständlich die Freiheit und auch die Verantwortung zu entscheiden, wenn sie lokal sagen, es gibt Gründe, warum der oder der oder der Spielplatz eben nicht offen sein soll. Es können ganz unterschiedliche Gründe sein. Ich sage mal eins, was jeder nachvollziehen kann, das Infektionsgeschehen beispielsweise. Wenn man glaubt, dass das dann in keiner Weise mehr nachvollziehbar ist, dann haben die Kommunen die Freiheit, das dann wirklich auch lokal für sich zu entscheiden. Wir haben ansonsten, muss ich jetzt gerade mal gucken, ich habe natürlich das Thema Luxemburg wieder angesprochen und ich habe deutlich gemacht, dass wir wirklich auch Beschwerden kriegen, Briefe kriegen von unseren Freunden und Freundinnen aus Luxemburg. Wir hatten ja gerade gestern eine große Schaltkonferenz mit den Partnern aus der ganzen Großregion. Sind diese Themen auch nochmal angesprochen worden. Ich habe einfach nochmal darum gebeten, dass man zu einer einheitlichen Regelung für alle Grenzen kommt innerhalb Europas. Bei uns ist Luxemburg anders behandelt als manch anderer Grenzübergang, in dem teilweise noch Grenzübergänge geschlossen sind und Ähnliches. Das habe ich einfach nochmal dort platziert, habe auch deutlich gemacht, dass es Unmut gibt über die Art und Weise, wie die Grenzen auch kontrolliert werden. Das sieht man manchmal in Social Media Bilder, die man wirklich nicht will. Und dass auch unsere europäischen Freunde da wirklich im Moment nicht gut zu sprechen sind auf diese Situation. Ich habe das sehr, sehr deutlich gemacht. Ich werde auch nächste Woche wieder hinter diesem Punkt her sein. Ich glaube und bin davon überzeugt, dass man da auch zu anderen Lösungen kommen muss, weil das einfach im Moment nicht vermittelbar ist oder nicht vermittelbar ist. So. Dann sind Perspektiven festgelegt worden. Das war ja für uns alle ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Die Perspektive für den 6.5., das ist ja schon nächste Woche. Dort soll gesprochen werden über das Thema Kitas und Schule. Die Kultusminister und Ministerin haben ja schon den Auftrag, dass sie ein Stufenkonzept entwickeln sollen. Die Schulen gehen ja bundesweit jetzt alle Stück für Stück sozusagen beginnen, mit den die Prüfungen machen. Die sind ja schon in der Schule. Nächste Stufe ist dann, dass diejenigen, die im nächsten Jahr die Prüfungen machen und die Grundschulen Klasse 4. Und es soll dann am 6.5. gesprochen werden über das weitere Stufenkonzept, was die KMK vorlegt. Es soll gesprochen werden über die Kita. Die Jugendministerkonferenz hat ja auch einen Vorschlag gemacht zu dem Thema. Es soll gesprochen werden über den Sport. Wie geht man am Ende mit dem Sport um? Und es soll gesprochen werden über die Definition, sage ich jetzt mal, der Großveranstaltungen. Und natürlich ist heute auch beauftragt worden, die Fachministerkonferenzen, Konzeptionen vorzulegen für die Gastronomie, für die Tourismusangebote, dass es dann auch zu stufenweisen Konzepten kommt, zu einer stufen- und schrittweisen Öffnung. Damit wird sich aber die Kanzlerrunde, die Regierungschefsrunde dann erst in der nächsten Runde darauf dann also mit Entscheidungen sozusagen beschäftigen. Ab wann kann Gastronomie damit rechnen und Hotelgewerbe damit rechnen, dass es schrittweise zu Öffnungen kommen wird. Dazu zählt dann auch die weiteren Kultureinrichtungen, weil heute, das habe ich jetzt vergessen zu sagen, ist ja auch beschlossen worden, dass bundesweit auch die Museen und Galerien wieder aufmachen sollen oder können. Wir haben uns das ganz schnell noch kurz geschlossen, auch mit dem Kultusministerium. Wir werden direkt am Montag in Kontakt treten mit unseren Museen, Galerien, wenn wir denen die Konzeptionen dann nochmal besprechen. Mal einige Museen haben schon Konzeptionen, aber nicht alle, auch nicht alle Galerien. Die werden besprochen, diskutiert, sodass am spätestens dann in Rheinland-Pfalz am 11.01. dann auch eine Lockerung in diesem Bereich umgesetzt werden wird. Und alle weiteren größeren Kultureinrichtungen sollen dann in der Folge-Schaltkonferenz mit der Kanzlerin nach dem 6.5. erörtert werden. Das ist jetzt ein Schnelldurchritt dieser Dinge. Ja, ich glaube, ich habe so ziemlich alles
erwähnt. Wenn nicht, werden Sie mich daran erinnern. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Gibt es denn Fragen? Genau. Fragen ergeben sich ganz sicherlich, aber die werden wir dann auch erstmal in der Nachbetrachtung dann noch ganz genau durchgehen. Wir wollen natürlich auch auf die andere Rheinseite schauen. Wie ist es mit Baden-Württemberg? Winfried Kretschmann war ebenfalls vor wenigen Minuten am Mikrofon. Erstens dürfen Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Zoos und botanische Gärten im Laufe der kommenden Woche wieder aufmachen. Voraussetzung ist, dass die Abstands- und Hygieneregeln in diesen Einrichtungen gewährleistet sind und eingehalten werden. Zweitens können Gottesdienste und Gebetsversammlungen wieder stattfinden. Das begrüße ich sehr. In Baden-Württemberg haben wir schon am Dienstag uns mit den Kirchen und den Religionsgemeinschaften, also den israelitischen Gemeinden und den muslimischen Verbänden geeinigt, dass Gottesdienste ab kommender Woche wieder stattfinden können. Natürlich werden auch hier die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden können. Das machen die Kirchen und Religionsgemeinschaften nach unseren Mindestvorgaben in eigener Verantwortung. Ich bin sehr dankbar, dass das sehr einvernehmlich geschehen ist. Drittens haben Kanzlerin und die Länderchefs bekräftigt, dass Großveranstaltungen wie Volksfeste, Dorffeste, Straßenfeste, Festivals, Konzerte und Ähnliches bis Ende August nicht möglich sind. Ab wann und unter welchen Bedingungen kleinere Veranstaltungen wieder stattfinden können, wollen wir kommende Woche besprechen. So, wir machen einen kleinen Bruch. Soweit erstmal zu den Maßnahmen in Sachen Corona. Aber natürlich geschieht auch noch eine Menge aktuell, eben auch durch Corona, auf dem Arbeitsmarkt. Und das sind sehr ernüchternde Zahlen aktuell. Blicken wir erstmal auf Baden-Württemberg, weil wir da auch gleich schon waren. Es sind insgesamt 250.000 Menschen in etwa arbeitslos gemeldet. Das ist im Vergleich zum Vorjahres-April ein Plus von 17%. Die Arbeitslosenquote liegt nun bei 4%. Das sind 0,9% mehr als im Vorjahr. Der Blick nach Rheinland-Pfalz, da ist es relativ ähnlich, nicht ganz so stark die Steigerung, 117.000 Menschen in etwa ohne Job, ein Plus von 14,4%, die Arbeitslosenquote liegt bei 4,6, auch das ist ein Zuwachs, in dem Falle um 0,3%. Es gibt noch Zahlen von der BASF, da wollen wir drauf schauen. Sie bekommt nämlich diese Krise auch ordentlich zu spüren. Die Nachfrage sinkt und damit entsprechend auch der Gewinn. Der operative Gewinn ging im ersten Jahresquartal um 6% auf 1,6 Milliarden Euro zurück. Und der erst im Februar veröffentlichte Ausblick für das Jahr 2020, den hat das Unternehmen direkt wieder gestrichen, da die Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht abschätzbar seien. Und für das zweite Quartal rechnet die BASF mit einem deutlichen Absatzrückgang. Ungewisse Zeiten, natürlich auch sehr herausfordernde Zeiten für die Bürgermeister in unserer Metropolregion. Markus Zeitler, der Oberbürgermeister von Hockenheim, ist uns zugeschaltet. Sie haben entsprechend eben auch die Statements der Bundeskanzlerin, der Ministerpräsidenten verfolgt. Was sagen Sie denn zu den aktuellen Erkenntnissen? Ja, natürlich erstmal schönen guten Abend nach Mannheim hier aus Hockenheim. Und natürlich haben wir alle gespannt die Pressekonferenz verfolgt. Und ich würde lügen, wenn ich mir genauere, gezieltere Ergebnisse gewünscht hätte, vor allem was natürlich das Thema auch Großveranstaltungen angeht. Ich denke, die Stadt Hockenheim leidet besonders unter der Publikumssperre oder dem Versammlungsverbot oder dem Thema Verbot von Großveranstaltungen durch unseren Hockenheimring, das Aquadrom und die Stadthalle. Alles drei Einrichtungen, die vom Publikumsverkehr leben, die sind natürlich jetzt schon seit Wochen still. Und ich glaube, ich brauche auch Ihnen nicht zu erzählen, dass dies finanziell natürlich für uns ein riesengroßer Schaden ist. Wie ist denn aktuell die Situation in Hockenheim? Nehmen Sie uns mal ein bisschen mit, beziehungsweise die Bürger in der restlichen Metropolregion. Ja gut, in Hockenheim ist es, denke ich mal, genauso wie in ganz Deutschland auch. Die Bürgerinnen und Bürger, unser örtliches Gewerbe, unsere Gastronomie leiden natürlich unter diesen Beschränkungen, die aber, und so hört man es ja auch landauf und ab, natürlich dringend notwendig sind, um diese
Pandemie einzudämmen. Und ich kann nur ein großes Lob an alle hier in Hockenheim aussprechen, die hier leben, die hier arbeiten, die sich wirklich diszipliniert an die ganzen Vorgaben halten. Und somit ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die hier dazu beitragen, dass die Zahlen für Hockenheim wirklich noch im unteren Drittel sich bewegen. Spiegelt sich das auch bei den Arbeitslosen wieder? Denn auch da gibt es ja immer sehr starke regionale Unterschiede. Wir haben jetzt ja eben gerade die aktuellen Zahlen gesehen und gehört für Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Ist das bei Ihnen da ähnlich? Ja gut, wir haben unseren Betrieb wie zum Beispiel die Stadthalle oder den Hockenheimring bereits in Kurzarbeit. Das ist ein tolles Instrument, um wirklich, was betriebsbedingte Kündigungen und Arbeitsplatzverlust angeht, diesen ja nicht einführen zu müssen, beziehungsweise das nicht machen zu müssen. Und so leid mir es tut, es wird wirklich wahrscheinlich so sein, dass die Krise doch den einen oder anderen den Job kostet. Und da sollte man wirklich dann auch von Europa, von Bund und aber auch von Landesseite aus dafür sorgen, dass diese Menschen wieder schnell in die Arbeit kommen, aber auch natürlich gewisse Bereiche wieder hochfahren und die wieder Arbeit aufnehmen können. Wir hatten gestern mit Jörn Teske kurz gesprochen, dem Geschäftsführer der Hockenheimring GmbH. Es gibt möglicherweise Aussichten darauf, dass vielleicht, wir sind sehr im Konjunktiv, ein Formel-1-Rennen in diesem Jahr stattfinden könnte. Wie sehr würden Sie das begrüßen? Ja gut, ich meine, es wäre natürlich toll, wenn wir wieder so eine Veranstaltung in Hockenheim hätten, aber ich sage es von vornherein, so eine Veranstaltung, die darf für uns oder muss für uns absolut kostenneutral sein. Für mich steht absolut vorne die schwarze Null bei solchen Großveranstaltungen. Wenn wir natürlich damit noch Geld verdienen, sind wir glücklich darüber und lehnen das nicht ab. Aber ich denke, in Zeiten, wo es jetzt wirklich darum geht, um Arbeitsplatzgarantie, aber auch um Sicherung der Wirtschaft und des örtlichen Gewerbes, wäre es für jeden unverständlich, wenn wir Geld in die Hand nehmen würden, um ein Formel-1-Rennen zu veranstalten. Also wir sind gerne für Gespräche bereit, wir sind auch zur Kooperation bereit, aber dann muss doch schon wirklich von Formel-1-Seite aus uns eine Garantie gegeben werden, dass für uns keine Kosten entstehen. Markus Zeitler, haben Sie vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Beste Grüße an Ihre Bürger in Hockenheim. Verzeihung. Gemeinde mal ein, alles klar. Danke Ihnen. Ja, da ist dann irgendwann auch mal das Sprachzentrum einfach kurz durch. Wir kommen zum Sport. Ja, Hoffenheim wäre da nämlich dann auch ein Thema. Die Bundesliga hat auch ganz gespannt heute drauf geschaut, was eigentlich da die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten aus Baldowern. Philipp Köhl gibt Ihnen einen Überblick, wie Amateur- und Profisport auf das aktuelle Geschehen blicken. Der Profi- und der Breitensport müssen noch mindestens eine weitere Woche warten. Zwar halten die Sportminister eine Wiederaufnahme des Sportbetriebs, insbesondere in Vereinen, für dringend erforderlich. Eine endgültige Entscheidung, ob der Betrieb im Breiten- und Freizeitsport auf öffentlichen oder privaten Freiluftsportanlagen stattfinden kann, wird frühestens am kommenden Mittwoch fallen. Dann tagen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten erneut. Bis dahin soll auch eine Beschlussvorlage für die schrittweise Wiederaufnahme des gesamten Sportbetriebs erarbeitet werden. Demnach wird auch eine endgültige Entscheidung über einen Neustart der ersten und zweiten Bundesliga mit Spielen ohne Zuschauer frühestens in der kommenden Woche fallen. Der Deutsche Fußballbund und die Deutsche Fußballliga, die auf Wiederaufnahme des Spielbetriebs noch im Mai hoffen, werden am kommenden Mittwoch ihre Konzepte für den Neustart im Bundestagssportausschuss vorstellen. Das Bundesarbeitsministerium hatte in Sachen Arbeitsschutz zuvor schon grünes Licht für Spiele der höchsten beiden Spielklassen unter Ausschluss von Zuschauern gegeben. Tja, wie geht es eigentlich den einzelnen Einzelsportlern? Andreas Hoffmann beispielsweise, der Speerwerfer. Max Peter hat heute ein sehr persönliches Gespräch mit ihm geführt. Andi, wie sieht es aus, jetzt wieder trainieren zu können im gewohnten Umfeld? Was macht es mit dir? Ja, ist natürlich eine große Erleichterung, dass man wieder in seinem gewohnten Umfeld trainieren kann. Man hat sich die Wochen zuvor natürlich versucht, fit zu halten. Ein bisschen zu Hause Bauch, Beine, Po gemacht. Dann war man draußen joggen, hat sich gedehnt, aber ja, für mehr war leider nicht platt genug, sag ich mal. Jetzt geht's wieder los mit den Trainingseinheiten auf den Trainingsstätten. Wie sehen da jetzt genau die Hygienevorschriften aus für euch Athleten? Ja, die Hygienevorschriften stehen natürlich ganz oben auf der Agenda. Jeder Athlet hat sich dran zu halten. Man soll natürlich auch die Geräte, die man zum Training benutzt, nachdem man sie benutzt hat, fein säuberlich abwaschen, dass auch die Athleten danach die gleichen Geräte benutzen möchten, auch sicher gehen können, dass da weder Bakterien noch Viren noch dran sind. Trotzdem, die Herausforderung bleibt bestehen. Ihr trainiert jetzt eigentlich auch sozusagen in leeren Raum rein, will ich schon fast sagen. Monate keine Wettbewerbe, die Olympischen Spiele auch verschoben auf nächstes Jahr. Wie kann man sich da als Sportler trotzdem richtig motivieren und Vollgas geben?
ja, nachdem Olympischen Spiele verlegt wurden auf 2021, hatten wir noch die Hoffnung, dass die Europameisterschaften der Leichtathleten Ende August noch stattfinden in diesem Jahr. Die wurden letzte Woche Donnerstag abgesagt. Mein Trainer und ich haben deshalb ein wenig auf die Bremse getreten und machen diese Woche und die nächsten zwei Wochen dann das Training auf Sparflamme und hoffen natürlich, dass während dieser Zeit sowohl vom nationalen als auch vom internationalen Verband wieder oder gesagt wird, wann und wie die Wettkämpfe stattfinden werden, weil wir hoffen ja noch auf eine annehmbare Saison und dann werden wir schauen, wie wir die kommenden Wochen danach das Training wieder aufbauen, damit ich wieder auf dem Punkt fit bin, was natürlich auch auf die nationalen Titelkämpfe, was in der Hinsicht fast das größte Ereignis dann in dem Jahr noch ist, hinarbeiten können. Steckst du dir Ziele für die nächsten Wochen, Monate? Ja, wie ich schon gesagt habe, man hofft natürlich noch auf eine annehmbare Saison. Und sobald der Wettkampfplan raus ist, hat man natürlich die Ziele, da bei diesen Wettkämpfen seine Leistung zu zeigen, seine Leistung zu bringen. Und das versucht man natürlich auch im Training mit einfließen zu lassen, um sich da sich zu motivieren und auch während dem Training noch zu pushen. Wie wichtig ist es, dass der Breitensport auch wieder auf die Sportplätze kommt in deinen Augen? Vor allen Dingen jetzt da, sagen wir mal, in den kommenden nächsten Wochen. Ja, das ist natürlich nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für die Vereine enorm wichtig, dass da wieder, ja, ich sag mal, Leben in die Bude kommt, weil ohne den Breitensport kann man den Leistungs- bzw. Spitzensport nicht betreiben. Und ich sag's mal, auch ohne diese Basis ist es einfach nicht möglich, den Sport so auszuführen, wie wir es auch hier in Deutschland kennen und auch umsetzen möchten. Und ich finde es sehr wichtig, auch für den sozialen Kontakt, den Sport wieder für die breite Masse zu öffnen. Natürlich auch mit gewissen hygienischen Maßnahmen, mit den Abständen, die man einhalten sollte und auch muss. Und auch während des Trainings dann auch. Und wie gesagt, es ist enorm wichtig, dass auch der Breitensport wieder anrollt. Andreas Hoffmann, alles Gute für dich und deine Kollegen. Mach's gut, trainier schön und ja, spätestens für das nächste große Ziel, die Olympischen Spiele dann in Tokio, ein Jahr später. Danke dir für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Ja, anderthalb Jahre Vorbereitung auf die Olympischen Spiele. Puh. So, wir machen eine kurze Unterbrechung und dann sind wir zurück. Denn ein Thema natürlich auch, wie tanzt man aktuell in den Mai? Ey, voilà, da sind wir wieder. Zum letzten Mal in diesem April. Ab geht es in den Mai. Und was kann man eigentlich zu diesem 1. Mai machen? Wie kann man in den Mai kommen? Der Wald hat immer geöffnet, das sagt der Pfälzerwaldverein beispielsweise und lädt dazu ein, einfach mal ein bisschen raus in die Natur zu kommen. Also solche Spaziergänge funktionieren ja immer, natürlich immer mit dem gebotenen Abstand aktuell. Die Kontaktbeschränkungen bleiben ja bestehen. Und da haben wir Sie gefragt, wie kommen Sie eigentlich in den Mai? Standardprogramm der letzten Wochen, zu Hause sitzen und nichts machen. Ein bisschen mit der Familie Zeit verbringen. Ansonsten ist ja nicht viel los aktuell, das heißt, die Möglichkeiten sind begrenzt. Von daher, ja, wie immer. Morgen werde ich mich im Garten aufhalten und die frische Luft genießen. Wir werden wahrscheinlich mit unseren Enkeln und unserer Tochter werden wir grillen innerhalb der Familie und in unserem Garten. Ich denke mal, wenn das Wetter mitmacht. Eine kleine Wanderung und das kann man jetzt allein machen oder ich denke, man muss da halt ein bisschen vernünftig sein und irgendwann, jeder hofft ja, irgendwann ist das auch wieder vorbei und dann kann man ja wieder. Ne? Genau, bis dahin heißt es aber einfach das Beste aus der Zeit machen. Ob das Wetter mitspielt, das sehen Sie jetzt. Das Wetter bleibt auch zum 1. Mai-Feiertag durchwachsen und nicht wirklich ausflugstauglich. Dichte Wolken lassen der Sonne die meiste Zeit nämlich nur wenig Platz und immer wieder bilden sich teils kräftige Schauer. Auch einzelne Gewitter sind vor allem am Nachmittag möglich. Dazu weht kräftiger Wind bei Temperaturen von kaum mehr als 16 Grad. Wer im Pfälzerwald oder im Odenwald unterwegs ist, bekommt kaum mehr als 12 Grad. Am Samstag ändert sich nur wenig. Die Sonne macht größtenteils Pause, stattdessen fällt weiterer Regen bei kühlen 16 Grad. Ab Sonntag lockern die Wolken immer mehr auf und die Schauer lassen nach. Die neue Woche beginnt fast schon frühsommerlich schön. Wir können uns auf viel Sonne freuen und die Temperaturen klettern bereits auf angenehme 21 Grad. Ja, das geht doch einigermaßen. Wie ist es eigentlich bei dir? Wie kommst du diesmal in den 1. Mai? Vor dem Fernseher wahrscheinlich. Ja, ne? Ein bisschen Musik im Hintergrund, vielleicht eine schöne Flasche Weißwein und
Das war's dann auch schon. Ich werde nochmal auf meinen Bruder anstoßen, der hatte gestern Geburtstag. Ne? Herzlichen Glückwunsch. In dem ja. Ja, das, ich sag's ihm, ja, also dann doch mal nachträglich. Ja, und ansonsten können wir uns jetzt darauf gefasst machen, dass es erstmal im Grunde genommen so, na, nicht ganz so weitergeht wie sonst. Also ich glaube, für viele Eltern ist wirklich wichtig, dass beispielsweise Spielplätze wieder aufmachen. Klar, viele warten immer noch sehr auf Kita-Öffnungen, Schulen. Das wird ein sehr spannendes Thema sein dann am Montag. Auf jeden Fall. Da sind wir weiterhin natürlich dran und gespannt. Genau. Wir schnaufen 3 Tage mal durch und uns gibt es dann ganz gewohnt am Montag wieder um 18 Uhr hier bei Ron. Schalten Sie ein.